Servus Leute, zurück zu Let's Play Sons of Valhalla. Wir haben das letzte Mal den Bloodhound besiegt und naja, ich habe leider mich verklickt, deswegen habe ich nicht mitbekommen, es gibt da eigentlich ein Bonuslevel. Das kann man überspringen scheinbar. Ich habe es übersprungen, wie auch immer ich es gemacht habe. Ich habe es gar nicht mitbekommen, leider. Denn wir können auch Rayas Flucht aus den Fängen vom Bloodhound sozusagen spielen und das können wir zum Glück im Hauptmenü nochmal nachholen. Deswegen machen wir das auch. Rayas Flucht, wie sie sozusagen, während wir gegen den Bloodhound kämpfen, gerade entkommt, wird parallel gespielt sozusagen. Ja. What is your name? Seltsame Frau. My name is Raya. I will free you now, Raya. The other women. I will free them later. We have to hurry. Come on, follow me. Okay, wir spielen jetzt Raya und versuchen zu fliehen. You must not be discovered. Here, take this water skin. Leather is very thin and will tear easily if you throw it on the floor. Try to extinguish the flame with that candle in front of you. Well done. Hide yourself in the shadows and try to avoid the lights. To hide, just press yourself against the wall. The guards won't notice you when they walk past you, as long as you hide in the dark. Give it a try. Walk to the spot where you extinguish the candle and press your body close to the stone wall. Das Spiel wurde zu einem Stealth Game scheinbar. Verstecken. All right. To prevent the guards from hearing you, you should act as quiet as possible. Sneaking reduces noises and the guards will become aware of you much later. Give it a try. Well done. It's also possible to distract guards. To do so, you can throw these clay pots. While the guards will examine the impact, you can easily sneak past them. Give it. Okay. Good. It's not far now. Keep walking until you reach a sewer. Crawl through it, and you are free. Ich bin schon beeindruckt. What about you? Aren't you coming? Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Das Spiel hat prinzipiell viel Potenzial. Also hier die Dialoge vertont, die Animationen der Pixelcharaktere ganz angenehm, schön. Schade, dass es nur so kurz ist. I will save the others and distract the soldiers. We'll see you out there again. Be sure of it. Thank you for all that you have done for me. What happened? What did you see? I think I saw my mother. Your mother? Hush, my child. The guards may hear you. Get out of here before they find you. Soll ich nach links oder nach rechts? Das hat mich ja nach links geführt. Okay, ich muss nach links. Jetzt schläft da jemand, glaube ich. Aber hier. Wollte gerade sagen, hier kann ich mich wieder auffüllen. Kann ich einfach an dem vorbeilaufen? Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit die sehen können. Lass mich raten, ich kann auch in der... Achso, ich muss in die Tür rein. Ich wollte sagen, in der Tür kann ich mich auch verstecken. Okay, jetzt kann ich auch krabbeln. Da ist jemand in der Dunkelheit, das sehe ich.
Die Frage ist nur... Wie komme ich an dem vorbei? Nein! So natürlich nicht. Was? Hier bin ich wieder? Oh, das ist ja fies. Kann ich einfach... Oh, gut. Das war fies. Die Frage ist nur... Okay, ich muss dunkel machen. Punkt. Und dann... Der geht auf jeden Fall hin, wenn ich da Wasser hinwerfe. Schade. Ich dachte, hier kann man sich nicht überall verstecken. Aber diesmal... Ah, das ist ein Checkpoint. Alles klar. Gut zu wissen. Das ist ein Checkpoint. Moment, was ist da? Ist das Hundefutter oder so? Ich hätte Hunger. Nein. Daneben nicht. Okay, knifflig, weil ich die Mechanik noch nicht weiß, was wieder reagiert. Also, das Problem ist, der schaut halt in die Richtung. So, der läuft in die Richtung. Ich kann mich da verstecken. Ist ja schön und gut, aber hilft mir nicht weiter. Der muss noch weiter. Ich muss mich hier verstecken können, damit ich an dem vorbeikomme. Deswegen muss der weiterlaufen. Hier kann ich mich verstecken, hier kann ich mich verstecken, hier kann ich mich nicht mehr verstecken. Gut. Die schlafen alle, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste ich an allen einfach vorbeilaufen können. Dort oben sieht mich einer. Halte ich für ein Gerücht, genau. Speicherpunkt. Hier ist Helligkeit, weil... Der andere schaut ja in meine Richtung, nein, der schaut nicht in meine Richtung. Also der läuft hin und her. Wollte gerade sagen. Ich kann auf jeden Fall dort hinten dunkel machen. Das war jetzt blöd. Das wiederum gut. So. Ich muss an dem vorbeischleichen, während der nach hinten läuft. Gut, sollte machbar sein. Erstmal auffüllen. Gespeichert, jetzt an dem vorbei. Aha. Verstecken. Der müsste an mir vorbeilaufen und dann kann ich hier vorbei. Zwei verschiedene Türen. Eine führt wahrscheinlich nach oben. Und die andere? Haben überall beide dieselben Symbole hier oben drüber. Bringt mir nicht viel. Mich interessiert zuerst... Vielleicht kann ich in eine Tür gar nicht rein. Dort oben ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Und vielleicht interessiert mich dann doch die Tür.
Kupferschlüssel erforderlich, alles klar. Und wie sieht's dort unten aus? Silberner Schlüssel erforderlich. Und wo komme ich da hin? Ah, sieh mal einen an. Die andere Seite des Gefängnisses. That's a problem, aber gut, es gibt eine gewisse Reichweite, wie es scheint. Dann gehen wir mal erstmal auf dieser Gefängnisebene weiter. Hat nicht gereicht. Kann ich da wieder zurück? Nein. Zurück ins Gefängnis kann ich nicht mehr. Okay, okay. Sneaky peeky müssen wir hier durchkommen. Und dann können wir auch an dem vorbei. Jawohl. Da ist ein Schlüssel. Nur was für ein Schlüssel war das jetzt gerade? Kann ich da hoch? Gibt es... Springen gibt es ja nicht, deswegen... Ne, scheinbar nicht. Oh! Puh, puh. Da geht der Puls! Da geht der Puls! Na gut, jetzt müssen wir nicht mehr schleichen. Nochmal speichern. Und wir haben einen Schlüssel. Welchen, weiß ich nicht. Haben wir den Silberschlüssel oder den Kupferschlüssel? Das war der Silberschlüssel scheinbar. Na gut. Was ist das da? Sieht aus wie eine Falle. Oh, aus, der dort oben sieht mich sonst. Komisches Zeug. Ich kann nicht nach oben oder unten, oder wie? It's locked. I have to find a way to open it. Da oben. Das gefällt mir gar nicht, dass das so eine Falle ist. Aber ich kann diese Falle auch irgendwie nicht ein... Also ich kann sie nicht aktivieren, um den gefangen zu nehmen. Will ich vielleicht auch nicht, sonst würde er bloß Lärm machen. Na gut. Dann habe ich jetzt hier eine Tür geöffnet, die ich noch nicht öffnen müsste. Naja. Da muss ich doch erst oben hier entlang, dann wahrscheinlich da entlang und dann erst unten. Ja, kriegen wir hin. Komm, verschwind. Dreh dich um. Jawohl. Fehlt noch die Fähigkeit, Sneaky Peeky hier die zu meucheln. Captain Obvious. Kann man in so einer Nische auch verschwinden? Ja, solange die schlafen, ist es mir eigentlich schon... Nein. Okay, der kommt nicht bis dahin. Ja, ja, schlaf. Da schlafen sehr viele Wachen von dem Typen. Kein Wunder, dass ich den überrannt habe. Die sind ja alle useless. Das ist ein Problem. Der läuft nicht sehr weit. Das ist ein Riesenproblem, finde ich. Aber ich kann ihn hier nicht verstecken. Gut, da muss ich den weiter weglocken. Die Schatten lockten.
Ja, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Okay. Vielleicht ist es besser, wenn ich hier... Das geht nicht. Okay, ich muss den einen echt gut weglocken mit einem hohen Wurf. Nicht mit einem seichten Wurf. Dreh dich um. Lol. Da verstecken geht. Ich muss das Licht ausmachen. Dann kann ich an der Stelle auch mich verstecken. Tja, ich hätte sehr gern meine Pfeile und Wurfspeer lieber, als was das hier gemacht, was hier gemacht wird. Bin ich zu weit vorne? Ja, werden wir jetzt gleich herausfinden. Nein, bin ich nicht. Gut so. Oh, noch einen Schritt vor, natürlich. Schleich dich. Einen Wurf habe ich noch. Gefällt mir aber nicht, dass ich nur einen Wurf habe. Böse Physik, dass sie nicht so gut werfen kann. Geht doch. Die Dunkelheit hat dich umgarnt. Aber ich befürchte, ich weiß nicht, was vor mir liegt. Ich gönne mir mal lieber noch mehr Wasser. Sehr schön. Okay, so. Hier kann ich mich nicht in so eine Nische reinquetschen. Das ist komisch. Nur an Wände kann ich mich drücken. Ein bisschen schwach. Aber naja. Los, dreh dich um. Licht, 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 Licht. Und rennen. Ich meine krabbeln natürlich. Ach du Schande, und hier ist überall Licht. Naja, wobei. Ich weiß gar nicht, ob die da durch können, wenn man krabbeln muss. So. Das sieht nicht gesund aus. Nee, nicht verstecken. Hab ich doch auch gar nicht gedrückt, finde ich. So, das sieht verdächtig aus. Das sieht aus, als würde es runterfallen. Ich habe das Gefühl, ich muss es runterfallen lassen. Ich sehe dort oben einen Dude. Und der andere Dude ist gerade aufgewacht. Sehr schön. Ah ja, ich sehe auch, was sie gerade machen. Der sieht nicht, wenn ich da rauskomme. Das ist alles in Ordnung. Warum habe ich so einen Leuchtschirm um mich herum? Hat niemand gehört. Sehr schön. Gut. Kann ich den Tonschädel an den Kopf werfen, damit sie K.O. gehen? Nein, das ist wahrscheinlich nicht stark genug. Huh, da bin ich aus Versehen einen Schritt zu weit gegangen. Okay, jetzt haben wir eine
keine Möglichkeit weiterzugehen. Und warum ist da Feuer? Warum muss da jeder überall Licht haben? Was für ein Kerzenkonsum das hier ist. Also, früher war so ein Wachs- und Bienenzucht wahrscheinlich sehr viel wert bei dem Konsumverhalten. War zu früh versteckt. Bis dahin geht er, ich muss aber weiter. Die pennen da wieder alle. Soll mir recht sein, soll mir absolut recht sein, dass so viele pennen. Los, weiter. Ah, der Kupferschlüssel. There is. Mensch, seid ihr Party People in the House. Ein bisschen cocky von mir, aber es hat sich rentiert. Der muss jetzt nur mehr. Wie lange die immer warten? Man konnte ja auch Schwierigkeitsgrad wieder hier einstellen. Kann man bestimmt. Wenn man höheren Schwierigkeitsgrad macht, dann warten die bestimmt nicht so lang. So, wo ist jetzt klüger? Es ist. Ne, hier komme ich ja bloß nach oben. Also muss ich da wieder zurück. Kann ich da irgendwas ausmachen? Natürlich nicht. Dachte mir schon, wenn man krabbelt, hat man nicht so die Probleme. Ich muss bis hier hinkommen. Da kann ich mich verstecken. Sehr gut, auch dieser Abschnitt geschafft. Ich bin kurz vor der Tür. Wunderbar. Übrigens, in dem Spiel gibt es relativ einfach die Achievements. Also wenn ihr Achievements jagt oder sowas. Ich habe festgestellt, man kann an denen vorbeilaufen. Die wachen zwar auf, aber durch die Tür kann ich einfach dem entkommen. Oder auch nicht. Puh, das war knapp. Der hat schon der hat schon nach mir geschlagen. Pudelelli, Pudelelli. Ja genau. Prinzipiell, man kriegt ja die ganzen Achievements schon in der Kampagne, ganz normal. Dann gibt es für diesen Modus, wenn man den abschließt, ein Achievement. Und dann gibt es noch den Horde-Modus, den werden wir uns auch noch wahrscheinlich anschauen. Oder? Na, wobei, mal schauen. Vielleicht schauen wir ihn uns an, vielleicht nicht. Ach, scheiß drauf. Ich brauche neue Ausrüstung. Genau, im Horde-Modus, wenn man den noch schafft, dann hat man alle Achievements geschafft. Weiß nicht, ob der Horde-Modus auch auf einfach oder sowas geht, weil, ganz ehrlich, warum schwer machen? Wenn man die Achievements haben möchte, zumindest. Nice. Der pennt wieder, wir gehen da weiter. Sehr schön. Sehr schön. Gibt es hier irgendwas? Kann ich da runter? Nein. Aber ich kann diesen Hebel jetzt öffnen. Ja, dort unten hat sich jetzt das geöffnet. Jetzt kann ich da raus. Genau, im Horde-Modus, da kämpfen wir. Ja, wobei, könnte vielleicht interessant sein, der Horde-Modus. Das ist bloß eine längere Geschichte wahrscheinlich. Das können wir nicht in einem Part machen. Oder?
Horde-Modus ist immer so eine Endlos-Sache. Den Rest kann ich rennen. Und tschüss. Auffüllen und abhauen. So, dale. Dann sind wir hier. Da war einer am Schlafen. Ich kann hier nochmal zwischenspeichern. Da war einer am Schlafen. Ich kann hier immer noch nichts benutzen. Schade eigentlich. Ganz witzig eigentlich. Der Kronleuchter war das einzig inaktive Objekt prinzipiell. Aber, ey. Ich beschwere mich nicht, dass es leichter wird. So, wir haben das ganze Puzzlegebiet hinter uns. Haben wir es jetzt geschafft? Sind wir jetzt durch oder kommt da noch was? Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Zwischenspeicher und Auffüllstation. Und jede Menge Licht, das gefällt mir gar nicht. Also machen wir es mal aus, soweit es geht. Das wollte ich gar nicht ausmachen, aber gut. Erstes Seil, zweites Seil. Drittes Seil. The path is blocked. I have to find a way to get past here. Okay, was geht jetzt mit der Musik ab? Ja, gut, ich habe keine Ahnung, was die Seile machen. Das ist für mich nicht erkennbar. Das ist ein Gewichtsrätsel, oder? Das war falsch. Ich weiß halt nicht, was ich benötige, oder... Moment, was muss ich denn eigentlich machen? Das ist so ein Rätsel hierfür, aber ich weiß nicht, was... Das eine füllt das rein, das andere füllt das rein. Das geht irgendwie hoch. Und dann... 1, 2, 4. Ich kann nochmal das erste benutzen. Dann geht's wieder kaputt. Warum geht's kaputt? 3, 4. Wohin muss denn das dahin? Okay, ich glaube, das zeigt mir bloß an, wie häufig ich irgendwas gemacht habe. Also hier, 1. Ja. Und das macht bloß kleine Schritte. Das macht große. Das macht. Muss ich es genau hier oben hin haben? Dann hätte ich gerne das, das und zwei vielleicht. Nein, zwei Einser. Ah ne, eins noch. Dann ist es direkt oben, oder? Perfekt. Okay. Da muss man erstmal wissen. Und jetzt, was mache ich damit? Achso. Warum ist der Paar. Was war da jetzt im Weg? Und was ist mit der Musik los? Was geht ab? Naja, ich habe ein Rätsel gelöst. Schön, dass die auf jeden Fall noch andere Mechanismen eingebaut haben. Okay, da kommt ein Hund. Erstmal das Licht ausmachen. Aber der Hund wird wahrscheinlich mich erschnüffeln, oder? Oder bellen oder sowas? Wie reagiert der Hund, wenn ich ihm zu nahe komme? Gar nicht? Glaube ich irgendwie nicht. Oh, hört man da gerade im Hintergrund den Kampf-Sound? Wie die gerade sprechen? Ihr Mann und der Typ? Scheinbar.
Da mache ich jetzt gerade nichts mehr. Ja, Füße sind meistens stärker. Und damit haben wir die große Flucht geschafft. Raya ist entkommen, aber... Tja. Es war dann noch nicht zu Ende. Und dementsprechend geht's weiter. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.